Was hast du denn? Gerard ist tot und Genia ist krank. Oh nein, das ist ja schlimm. Wie lange ist das denn her? Gerard starb vor etwa 3 Tagen. Es ist so schrecklich. Er war so lange krank. Und nun ist Genia auch noch krank geworden. Nichts kann die Krankheit stoppen? Wir sind darüber im Bilde. Also hat sie bereits Altoona erreicht? Ellen, es tut mir leid. Habt ihr auch keine Idee? Nein, leider nicht. Kann ich mal mit Layla reden? Selbstverständlich, sie ist deine Schwester. Ellen! Es ist schon in Ordnung, Helen. Wir müssen eine Lösung finden. Ellen, mein Lieber, wie geht es dir? Es geht mir nicht gut. Wie ich Alex gerade schon erklärte, ist mein Sohn an einer Krankheit gestorben. Meine Frau Enya ist bereits erkrankt. Oh nein, das tut mir so leid. Wir müssen langsam wirklich etwas tun. Gibt es denn keine Möglichkeit? Nein, nicht mal unsere besten Heiler und Ärzte können was tun. Sie sagen, dass selbst die einfachste Krankheit ein gewisses Gegenmittel braucht. Ob wir die Krankheit irgendwann heilen können? Mir kommt eine Idee. Helen, du bist ein Genie. Warum? Wie wäre es, wenn wir jemanden in die Zukunft schicken? Dieser jemand sucht das Heilmittel. Wieso Zukunft? Kannst du das vielleicht genauer erklären? Bedenke mal, die Medizin wird in den Jahren immer besser. Möglich also, dass in einigen Jahren ein Heilmittel existiert? Sollte jedoch ein Heilmittel gefunden werden, so nennt man in der Welt, die leer ist. Das ist ein Aspekt, den man bedenken sollte, das stimmt. Aber wie reist man denn überhaupt in die Zukunft? Diese Frage kann ich beantworten. Zunächst einmal müssen 3 Tempel der Zeiten aktiviert werden. Doch Vorsicht, Freunde, sie stecken voller Gefahren. Monster sind darin, die nicht so leicht zu besiegen sind. Dann übernehme ich die Sache mit den Tempeln. Die Tempel werden aktiviert, indem man eine kleine Statue innerhalb des Tempels berührt. Aber diese bleiben nur für einige Minuten aktiv, also musst du von 2 Leuten begleitet werden. Ich komme mit. Ich auch. Wenn das meine Frau rettet, nicht nur deine Frau. Was? Wir können theoretisch das Heilmittel auch in die Vergangenheit schicken. Beispielsweise in dem Zeitpunkt, bevor dein Sohn gestorben ist. Wenn die 3 Tempel aktiviert wurden, werden einige Magier des Hofes das Portal der Zeit öffnen. Den Zeitpunkt bestimmen, an dem das Portal in der Zukunft bzw. in der Vergangenheit auftaucht. Das wäre großartig. Ja, aber es ist nicht alles. Euch muss klar sein, dass es vielleicht niemals dazu kommt, ein Heilmittel zu finden. Das ist wahr, aber wir müssen nun positiv denken. Helen hat recht, wir brechen sofort auf. Wo befinden sich diese Tempel? Rund um das Gebirge von Schloss Gnado. Okay, Freunde, gehen wir. So ein verfluchtes Sauwetter. Ich hoffe, ich komme schnell voran. Hey, ihr, würdet ihr mich wohl bitte durchlassen? Wohl kaum. Also geht's los. Der erste kann. Verdammt. Habe ich überhaupt für Fähigkeiten? Starker Schlag. Ja, der haut rein. Hat mich aber meine ganzen MP gekostet. Den hätte ich mir echt sparen können. Und ob ihr mich durchlasst? Das ist er also. Der Tempel der Zeit? Herrlich. Scheint mir nicht so, als würde es hier drin wirklich gefährlich sein. Aber wie uns die Vergangenheit lehrte, der scheint kein Trügen. Oh, ein wandelnder Blecheimer. Man muss anscheinend hier kurz warten, bis sich die Leiste hochlädt. Aber das ist eigentlich ganz einfach. Bleibt nur noch Helden. Was geht denn da für finstere Gesänge? Sie scheinen nicht begeistert zu sein, dass ich da bin. Nein, sind sie nicht. Weniger.
das ist ein starker Schuss. Verdammt, die Fähigkeiten kosten mich immer meine ganzen MP. Sollte ich mir besser für bessere Momente aufheben. Gegner sind auch nicht mehr das, was sie mal waren. Es riecht muffig hier drin. Nein, es ist trocken. Ah, jetzt kann ich mich endlich bewegen. Ey, weg da. Muss ich nicht hier so auf, Junge. Das eh verlieren. Aber der ein Tick schneller. Denke ich muss mal hier lang. Toll. Diese Statue hier muss den Tempel aktivieren. Okay, und nun nicht sie raus hier. Ganz ruhig, Alex. Dass du Höhenangst hast, ist hier total fehl am Platz. Oh ja. Alex, der wohl typische RPG-Charakter. Okay, hier geht es schon mal nicht lang. Hier. Ah. Da will wohl noch einer Kloppe. Was hast du denn so drauf? Wir machen zwar schönen Schaden, aber... sollte sie mir wirklich aufheben. Aber hier ist die Statue. Hübsches Ding. Würde gut über meinen Kamin passen. Dann wollen wir mal. Nichts wie raus hier. Wie sieht es denn hier aus? Hier ist alles durcheinander und nichts ist gerade. Tja, das haben Tempel nun mal so an sich. Och, Jungs. Oh, 3 Stück. Hätte ich mir den Angriff lieber für hier aufgespart. Ich brauche irgendwas bei. Ja, 5-mal speichern. Dicke Bedrohung sind die Jungs mal nicht.
Aber letztlich sind sie. Das muss die Statue sein, die vorhin bei Layla erwähnt wurde. Sehr gut. Dann aber schnell zu den anderen. Da, seht ihr die Blitze? Ellen und Yelan haben es geschafft. Ihr könnt nun mit dem Zauber anfangen. Nun ist es Zeit. Ihr müsst los. Die Magier halten das Tor für euch auf. Das ist für sie kein Problem, da sie es nur einige